Es ist wichtig, sich mit Rassismus zu beschäftigen, weil Rassismus die Gesellschaft strukturiert. Rassismus ist nicht irgendein Virus oder ein Problem, was von außen eine gute Gesellschaft angreift, sondern dafür verantwortlich, wie wir miteinander leben. Das heißt, Rassismus zu verstehen, heißt auch Gesellschaft zu verstehen und Möglichkeiten herauszufinden, wie die Zustände, die Menschen verletzlich machen und abwerten, verändert werden können. Ja, es braucht alle Menschen und es braucht einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, um gut miteinander leben zu können. Und da führt kein Weg dran vorbei, außer über den Antirassismus. Aus meiner Perspektive funktioniert keine Demokratie ohne Pluralität. Und die Pluralität hängt natürlich davon ab, wie die Diversität in der Gesellschaft behandelt, aufgenommen, gefördert wird. Wenn du gerne antirassistisch handeln möchtest, ist es erst einmal wichtig, dass du dir selbst eingestehst, Teil des rassistischen Systems zu sein. Das heißt, auch offen zu sein, nochmal zu gucken, zu erforschen, wie bin ich eigentlich in meinem Handeln, in meinen Bewertungen vom rassistischen Wissen beeinflusst. Dann, wenn wir auch eine bessere Zukunft gestalten möchte, dann wird gesagt auf Deutsch oder auf Französisch sagen, also plus jamais ça, niemals wieder. Wenn wir niemals wieder, wenn wir das niemals nochmal machen möchten, dann muss, das muss präsent in unser Bewusstsein, muss präsent sein, was man sagt, okay, das ist schon passiert, wir wollen das nicht mehr und so weiter. Also das heißt, wir müssen, die Geschichte muss gepflegt werden, die Geschichte ist Teil unseres Lebens und so weiter. Dann können wir eine bessere Perspektive, also für unsere Kinder auch zu gestalten. Wichtig ist, sich zu engagieren, egal wo man sich befindet. Das heißt, ob wir uns hier befinden oder irgendwie in einem anderen Land, engagiert euch. Hashtag erkenne Rassismus.